Jente Sparkasse zu Oftringen, Mazda Garage Arni Zaffenwil, Ebtinger Mineralwasser und Autohauser zu Oftringen präsentieren Rabis Weg an Unspunnen schwingend. Am Rabi sein Weg an Unspunnen schwingend. Mein Lieblingsschwung ist kurz. Ist eigentlich, man probiert gerade aufs Gute ziehen. Setzt eigentlich volle Kraft ein und meistens gelingt es. Also beim Kurz ist sicher wichtig, die Finte nach links. Nachher das linke Bein zwischen den Gegner stellen und rechts abdrehen. Dann haben wir noch den Bauer. Das ist eigentlich die Fortsetzung vom Kurz. Da muss, wenn man seitlich am Boden ist, lenkt man mit der linken Hand zwischen den Beinen durch, hinter den Hosengurt und tut dann das Gewicht nach vorne verlagern vom Oberkörper und tut man so überdrehen. Die meisten Schwinger beherrschen 3 oder 4 Schwünge. Ja, ich sage immer Kampf. Kann es gut sein, dass ich die 3 bis 4 Schwünge braucht. Kann auch mit dem ersten klappen. Beim Gang links muss man sicher darauf achten, dass man kein hohes Kreuz macht. Noch gut hat, Fuß gut fixieren und ablehnt. Ja, es gäbe noch manche gute Schwünge, die man lernen könnte, aber man tut zuerst die Schwünge, die man hat, sicher zuerst vertiefen und dann tut man von Saison weiter schauen. Also beim Schlunk muss man schauen, dass man sicher nicht auf eigene Drücke geht. Also man lässt auf der einen Seite los, tut eigentlich den Gegner unterlaufen und dreht nachher links ab. Also es ist so, in den verschiedenen Schwingtrainings wird eigentlich immer wieder das Schwingerische, also die Schwünge werden immer wieder angeschaut. Und da kann ich jeder selber sagen, passt mir der Schwung oder passt er nicht und was will ich noch dazu lernen. Und da wird eigentlich Jahr für Jahr, immer durch den Winter, werden die Schwünge frisch angeschaut. Also beim Päckchen muss man darauf schauen, dass die Wirbelsäule ein bisschen knicken, rundig drin hat, so wie bei einer Banane. Mit der einen Hand lenkt man oben beim Kopf durch, mit dieser als Gestöss und tut nachher so zusammenziehen und dann überdrehen. Ja, das ist eigentlich noch schwer zu sagen, welche Schwünge von den Gegnern man nicht liegen, weil man tut den Gegner eigentlich vorher studieren, man weiss, was er etwa zieht, man weiss aber nicht, was kommt, weil er auch seine 2 bis 4 Schwünge hat und ja, man probiert mal einfach zu kontern.